Frei sein wie ein Vogel, hoch hinaus durch die Wolken fliegen und eine große Portion Adrenalin und Abenteuer. In Schmoldo können Sie all das erleben, denn dort gibt es, umgeben von Bäumen und einer unglaublich idyllischen Landschaft, seit 1990 den SFC, den Sportfliegerclub Greifswald e.V. Neben Motorflug und Ultraleichtflug, einer Untergruppierung des Motorflugsportes, steht hier vor allem das Segelfliegen im Vordergrund. Mithilfe von Aufwinden und natürlich auftauchender Thermik schweben die anmutigen Flieger wie Vögel am Himmel. Der Unterschied? Bei guter Thermik können diese mit bis zu 220 Stundenkilometern durch die Lüfte sausen. Der SFC steht wie viele Vereine im Land auf ehrenamtlichen Füßen. Was bedeutet, dass oft auf große Investitionen gespart werden muss. Janus, deren größtes Schulflugzeug, welches schon stolze 35 Jahre alt ist, konnte nicht sofort repariert werden. So wandte sich der SFC an die Sparkasse Vorpommern, die mit 99 Funken eine Crowdfunding-Plattform besitzt, auf der für gemeinnützige Organisationen Geld gesammelt wird. Wie der Name schon sagt, ist es eine Regionalplattform unserer Sparkasse auf der großen Seite 99 Funken. Und dort unterstützen wir Vereine aus unserem Geschäftsgebiet. Und da haben eben gemeinnützige Einrichtungen oder steuerbegünstigte Körperschaften die Möglichkeit, Projekte einzustellen, für die man dann hinterher auch eine Spendenquittung bekommen kann. Und richtet sich eben hauptsächlich an Vereine, gemeinnützige Einrichtungen, aber auch Kommunen. Da wir Vorpommern zusammenhalten, wurden stolze 6.500 Euro mithilfe von 25 Spendern für Janus gesammelt. Das doppelsitzige Schulflugzeug erstrahlt nun im neuen Glanz, wurde sowohl von außen erneuert und schick gemacht, als auch technisch überholt. Janus spielt eine große Rolle für den Verein, vor allem für die Flugschüler. Der Janus, das ist ein Streckensegelflugzeug, was wir uns im Jahr 2011 angeschafft haben. Da war der Lack leider nicht mehr in einem ganz so guten Zustand, sodass wir schon die letzten Jahre geguckt haben, was wir machen können, um den Lack aufzubessern. Und gerade für die Flugschüler ist das ein wichtiges Flugzeug, wenn es in Sachen Streckensegelflug geht, weil der von der Leistung her sehr gut ist im Vergleich zu Ausbildungsflugzeugen. Man kann also weiter damit gleiten, längere Strecken zurücklegen und auch ein bisschen schneller fliegen. Wie aufregend das Fliegen ist und wie viel Freude es mit sich bringt, zeigt uns Lorenz Lebensgeschichte und seine Berufswahl. Also ich habe mich schon immer für die Fliegerei interessiert, auch als kleines Kind schon. Habe dann durch einen Schulfreund damals erfahren, dass es hier einen Verein gibt. Mit 17 Jahren ungefähr bin dann auch gleich hier eingetreten und war total begeistert, weil die Leute alle super nett sind und einen super herzlich aufnehmen und man lernt hier so viel aus verschiedenen Lebensbereichen. Und beruflich hat sich das dann Ganze in die Richtung weiterentwickelt, dass ich dann Fluglotse geworden bin am Flughafen in Heringsdorf. Und dort bin ich jetzt schon seit ungefähr 7 Jahren tätig. Auch Steve, 17 Jahre alt und Flugschüler im SFC, ist fasziniert vom Schweben durch die Wolken. Traum vom Fliegen ist schon seit einer ganzen Weile da. Und da lag es eben nahe, mit dem Segelfliegen anzufangen. Bietet da wirklich eine gute Möglichkeit. Und dann zur Jugendweihe geschenkt bekommen, mal einen Schnupperlehrgang hier mitzumachen. Direkt fasziniert gewesen und dabei geblieben. Jedes Wochenende können Sie gerne dem Verein in Schmoldo einen Besuch abstatten und sich einen eigenen Eindruck vom Flugplatzgeschehen verschaffen. Neben den günstigen Beiträgen als Mitglied und erschwinglichen Preisen für einen Start in die Luft bietet der Sportfliegerclub auch Veranstaltungen an. So erwartet Sie am 15. August das 30-jährige Jubiläum des Vereins, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. Vor kurzem fand ein einwöchiges Sommercamp für Ferienjugendliche auf dem Gelände statt, welches Steve organisierte. Da wurde praktisch ganz schnell aus Initiator Organisator. Also wir haben die Idee eingebracht, auch ein bisschen aus Anklam abgeguckt. Wir waren, oder viele Flugschüler von uns, vor 2 Jahren in Anklam beim Fluglager und konnten das da praktisch immer bestaunen, wie die das machen. Und dann war der Anreiz da, wir sind jetzt wirklich wenig Flugschüler, werden noch weniger, weil ich und noch ein Kollege Ole Siemensen, wir werden auf jeden Fall dieses Jahr noch fertig. Dann wären wir flugschülertechnisch ziemlich unterbesetzt und wollten deswegen für Nachschub sorgen. Und da bietet so ein Sommerlager mit Schnupperlehrgang natürlich die beste Möglichkeit. Die Jungs und Mädels auf dem Flugplatz haben mich so sehr begeistert und beeindruckt, dass ich für Sie, liebe Zuschauer, mutig geworden bin. Ich traue mich. Ich fliege mit Lorenz im Janus mit. Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung, dem Anschnallen in die Gurte und den Rettungsschirm, geht es für mich hoch hinaus.
Da Bilder mehr sagen als 1000 Worte, schauen Sie sich selbst an, wie fasziniert ich von der Aussicht und dem Gefühl vom Kunstfliegen mit dem einen oder anderen Looping bin. Kameramann Paul traute sich und wurde vom Mitfliegen aus den Socken gehauen. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen kann ich Ihnen empfehlen, bei schönem Wetter den Sportfliegerclub in Schmoldo zu besuchen. Ich verspreche Ihnen, dass Sie eine herzliche Aufnahme durch die Mitglieder erwartet. Witzige Gespräche sind neben viel Spaß und einer großen Portion Abenteuer ebenfalls inklusive. Tauchen Sie also ein in die Welt des Segelfliegens, lassen Sie sich von Steve und Lorenz dahin mitnehmen, wo sich alles etwas leichter anfühlt und Probleme vergessen werden können. Vielleicht einfach dieses, dass die Sorgen klein werden. Beim Segelfliegen natürlich das Schöne, dass das Motorgeräusch fehlt und diese Herausforderung, das Flugzeug in der Luft zu halten. Ja, ich glaube, das ist es, was das Segelfliegen so ein bisschen spannt und ausmacht. Jeder ist hier herzlich willkommen. Jedes Wochenende wird geflogen bei gutem Wetter. Einfach aus dem Fenster schauen, rausgucken. Und wenn man der Meinung ist, die Sonne scheint und der Wind ist nicht ganz so stark, dann einfach nach Schmoldo fahren und sich mitnehmen lassen und begeistern lassen. Ja.